Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich sehe aus wie so eine Barbie, aber ich habe mir das jetzt einfach hier oben zusammen gezwirbelt. Heute gibt es einen XXL-Haul und zwar bestehend aus Primark, Shein und Chic Hay. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, los geht's. Ich werde euch so gut es geht die Klamotten einblenden oder angezogen zeigen, bis auf Basics. Also so normale Shirts, weiß, schwarz, grau, muss ich euch wahrscheinlich eher nicht zeigen. Ja, los geht's. Ich hasse diese Kleiderbügel und ich habe eigentlich gesagt, ich möchte die auch gar nicht mitnehmen, aber gut, quetsch mal meine gelbe Tonne eben voll. Ich habe mir für unseren Urlaub einen Einteiler mitgenommen in weiß. Der schaut so aus. Ich war ein bisschen confused mit den Größen. Gefühlt ändert sich aber bei Primark immer super viel. Ich habe jetzt Größe M genommen, außer in den Oberteilen habe ich Größe S genommen. Das ist Jumpsuit Nummer 1 in Weiß. Ich werde mal gucken. Ich hoffe, er passt. Ich hoffe, er ist nicht durchsichtig. Er hat gekostet 19 Euro. Ich fand ihn eigentlich ganz süß. Ich finde, der schaut auch immer sehr schön aus auf gebräunter Haut. Ich muss mal gucken, wie lang er ist. Ich habe nicht alle Klamotten im Primark anprobiert. Dann habe ich noch einen Jumpsuit mitgenommen. Einen kurzen. Und der ist in diesem Jeans-Stoff. Den werde ich auch gleich mal anprobieren. Ach, der hat so Druckknöpfe. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Der schaut so aus mit kurzen Ärmeln, kurzer Hose und der hat gekostet, wir schauen, 19 Euro. Ja, finde ich eigentlich auch ganz hübsch, muss ich sagen. Dann habe ich eigentlich sowas wie ein Cardigan gesucht. Also eigentlich nur sowas zum Überwerfen, was so für einen Strand ganz cool ist. Ja, ich habe jetzt den mitgenommen. Der wird mir wahrscheinlich ein bisschen zu groß sein. Da gab es es jetzt nicht. Und ich bin obenrum schmaler als untenrum. Also ich habe obenrum meistens S und untenrum ein bisschen was Größeres. Ich probiere das gleich mal über. Der hat gekostet 13 Euro. Den gab es auch noch in einem Blauton. Aber ich dachte mir, dass es eigentlich besser ist, so was Weißes zu nehmen. Das geht halt zu allem. Also nicht nur zu weiß und zu blau, sondern zu schwarz, zu rosa, zu was weiß der Geier. So. Nö. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Hat hier so kleine Puffärmelchen. Ist wirklich hübsch. Ich habe auch, wie gesagt, nicht so wirklich viel anprobiert. Wenn was nicht passt, dann müssen wir es nochmal umtauschen. Dann habe ich diese Hose gesehen. Das ist so eine kurze schwarze Hose. Die habe ich ebenfalls in M genommen. Die hat hier oben so einen Gummizug. Bisschen schwarz, ist nicht zu kurz. Finde ich eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Der hat 19 Euro gekostet. Dann habe ich noch diese blaue kurze Hose mitgenommen. Aus so einem Leinenstoff. Die hat auch 19 Euro gekostet, kann das sein? 12. 12 Euro hat die gekostet und die schwarze 19. Auf dem Weg zur Kasse habe ich diesen Body gesehen. Den fand ich ultra niedlich. Mit so kleinen Herzchen, sehr hübsch geschnitten, mit diesem kleinen V-Ausschnitt, denn hier oben diese Rüschen und wie gesagt als Body. Stelle ich mir eigentlich ganz cool vor mit dieser kurzen schwarzen Hose. Werde ich gleich mal in Kombination anprobieren. Ihr werdet sehen, wenn nicht, dann passt es nicht, dann geht es wieder zurück. Dann haben wir für Benjamin ein bisschen was mitgenommen. Da haben wir einmal so eine beige kurze Hose. Das mache ich mal kurz im Schnelldurchlauf, weil die Sachen muss ich auch alle waschen. Ein T-Shirt in einem lachsfarbenen Ton. Ein weißes, ein schwarzes, ein weißes. Und jetzt wird es krass. Und eine kurze Hose in Neon. Ach, scheiße, es kommt gar nicht so Neon rüber, wie es eigentlich ist. Es ist richtig krass Neon. Und Benjamin ist einfach krass gebräunt. Das wird richtig schön aussehen. Was immer geht, sind Ladekabel. Ich habe mir wieder eins mitgenommen. Das hat 4 Euro gekostet, 4,50 Euro. Das finde ich eigentlich immer super. Ist so ein All-in-Ladekabel. Also das kann Android benutzen als auch Apple.
Ich krieg's jetzt aber nicht auf. Es hat 2 Meter. Benjamin hat auch noch einen. Hier ist das zweite Ladekabel in einem Schwarz. Meins ist rosa und er hat 3 Meter und das hat 5 Euro gekostet. Dann wollte ich mir ein paar Ohrringe mitnehmen und zwar einmal solche Kreolen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, hier vorne eine Kreole einzusetzen und ein Stückchen weiter hinter, so eine kleinere. Ich muss mal gucken, ob die sich ganz gut öffnen lassen, weil bei den letzten war das wirklich eine Fummelage. Und dann habe ich mir diese Ohrringe mitgenommen, so kleine Steckerchen. Die hier unten finde ich jetzt nicht so geil, aber die werde ich dann mal gucken, ob ich die einsetze. Aber die anderen finde ich wirklich, wirklich süß. Die haben 3 Euro gekostet und die Kreolen haben 2 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein paar Badelatschen, ein paar ganz basic Badelatschen mitgenommen. Einmal weiß, einmal schwarz. Beide haben, glaube ich, 1 Euro noch was gekostet. 1,40 Euro. Ich habe Größe 40, 41 genommen. Ich habe nämlich große Füße. So, dann kommen hier so ein paar Basics. Spaghetti-Oberteile in weiß. Die haben 2,30 Euro scheinbar gekostet. Was haben wir hier? Dann habe ich ein Basic-Oberteil in schwarz. Das hat gekostet 3 Euro, das geht auch immer. Mir sind nämlich leider Gottes sehr, sehr viele Oberteile eingelaufen, als ich sie in die Waschmaschine bzw. in den Trockner geworfen habe. Ja, Schande auf mein Haupt, selber Dummheit, aber okay. Deswegen habe ich mir nochmal ein schwarzes mitgenommen. Das Oberteil fand ich richtig niedlich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein anderes gestreiftes mitgenommen habe, aber das fand ich richtig hübsch. Ich mag sowas. Ich war, wie gesagt, am Anfang ein bisschen überfordert mit der Größe. Ich habe alles in M genommen, das war aber so 40, 42. Und wie gesagt, da ich obenrum ein bisschen schmaler bin als unten, habe ich alle T-Shirts wieder rausgenommen, wieder einsortiert und mir dann die kleinere Größe mitgenommen. Das gestreifte hat gekostet 4 Euro. Die müssen jetzt auch alle erstmal in die Waschmaschine. Dann noch ein Body. Und zwar diesen. Den finde ich auch richtig süß. Das ist ein Body in der Größe S. Für 8 Euro auch sowas gestreiftes. Dann habe ich eine Taschenwaage noch mitgenommen. Wir haben eigentlich eine. Ich weiß allerdings nicht, wo diese ist, ob die überhaupt den Urlaub überlebt hat. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich eine neue mitgenommen für 6 Euro. Weil wir müssen die ja abwiegen. Wir fliegen nämlich in den Urlaub. Ich habe auch noch nicht gesagt, wo es hingeht. Und dann hat Benjamin hier sowas mitgenommen. Help, I need sleep. Ach, da ist eine Augenmaske drin. Und Oropax. Naja, gut. Soll er benutzen. Was hat das gekostet? 2,50. Und dann kommen hier noch so ein paar Basic-Oberteile. Ein schwarzes Spaghetti-Oberteil für 2,30. Dann ein ganz normales, stinknormales Basic-Oberteil in weiß. Noch ein Spaghetti-Oberteil in weiß. Ein Basic-Oberteil in weiß. Ein Spaghetti-Oberteil in schwarz. Und ein Basic-Oberteil in so einem Grau-Beige-Ton. Und 2 in einem Orange. Ja. Also größtenteils wirklich Basic-Sachen. Jetzt können die Tüten weg, außer wir müssen irgendwas umtauschen. Dann würde ich sagen, zeige ich euch noch meine kleine Bestellung bei Shein und bei SheCape. 2 Sachen von der Bestellung sind für meine Freundin. Die zeige ich euch zuerst. Und zwar ist es dieses weiße Kleid. Also eigentlich sucht sie sich immer schwarze Sachen aus. Deswegen wundert es mich, dass dieses Kleid jetzt weiß ist. Ich glaube, es gab es sogar in schwarz. Das ist wirklich so typisch Janine. So Puffärmelchen, weiß und auch dieses Material, dieser Schnitt. Das ist einfach Janine. Ich verlinke es euch. Sie hat Größe M genommen. Und dann noch eins, ich glaube so ein Kleid hat sie schon. Das ist dieses in Schwarz. Richtig süß ist das. Ich weiß gar nicht, seht ihr diese kleinen Applikationen da drauf? Richtig süß ist das. Hat hier hinten so einen Knopf und hier so einen Stoffgürtel. Das ist beides für Janine, hat auch so einen Unterrock drunter, glaube ich, ja. Hübschi, hübschi. Dann habe ich mir Sachen bei Shein ausgesucht und zwar einmal das Jeanskleid, worauf ich super oft angesprochen worden bin, wo viele super oft einfach auch den Link wollten. Hier ist es, hier ist das Kleid. Ich kaufe immer Größe M, es funktioniert immer gut. Das ist anders als bei Shein,
Das ist anders als bei Primark, habe ich das Gefühl. Bei Primark wird regelmäßig das geändert. Dann passt man nicht in eine 38, dann passe ich auch nicht in eine 40, dann passe ich plötzlich in eine 42. Es ist ein Trauerspiel bei Primark, finde ich wirklich. Da habe ich jetzt, wie gesagt, Größe M bei Shein. Ich liebe es. Es ist ein bisschen kürzer, muss man mögen, aber ich find's toll. Dieses grüne Kleidchen, das ist so richtig hübsch. So einfach so ein Flatterchen bei 30 Grad übergeworfen und man ist perfekt angezogen. Ein Kleidchen hängt bei mir unten auf der Wäscheleine. Das kann ich euch mal hier einblenden. Das schaut so aus. Hatte ich auch schon an, wurde ich auch schon nachgefragt. Auch letztens, das ist ja dieses Trägerchen, wo man einfach nur so ein bisschen was sieht. Richtig hübsch. Also ich finde, man kann sagen, was man will, aber ich mag die Sachen bei Shein. Ja, das schaut so aus. Das gab es auch, glaube ich, noch in einer anderen Farbe. Und dann vier Sachen von GKL. Und GKL hat für mich einfach die perfekte Materialverarbeitung. Wie gesagt, hat nicht so eine große, so einen großen Vorrat. Also ihr müsst da wirklich immer sehr, sehr schnell sein. Das Oberteil ist von GKL, ist auch eine Größe. Nee, das ist One Size. Finde ich sehr hübsch. Hat ja auch wie so. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber es formt einfach alles. Es ist nicht zu eng, es ist nicht zu weit, es ist einfach wunderschön. Wunderschön. Genauso wie dieses Oberteil in so einem zarten Orange. Auch richtig hübsch. Gefällt mir gut. Auch die Trägerchen sind tragbar, auch für Leute, die eine etwas größere Brust haben als ich. Einfach um einen BH drunter anzuziehen. Und jetzt kommt's. Ich lieb's. Das ist dieses Kleid. Das ist One Size. Ist das One Size? Ah, es kommt leider auch nicht so schön rüber. Also es ist nicht so knallig wie Benjamin seine Neonhose. Aber es ist schon schön. Und ich glaube, das sieht richtig geil auf gebräunter Haut aus. Richtig hübsch. Gefällt mir gut. Ich lieb's. Und dann habe ich noch einen Pullover. Und der sieht so aus. Da steht Malibu drauf. Und was ich immer schön bei den Pullovern finde, er ist so wie innen einfach so ein bisschen gefüttert. Sehr, sehr flauschig. Ich habe für Shein und für GKL immer einen Gutscheincode. Den packe ich euch unten in die Infobox. Ich werde euch versuchen, alles zu verlinken. Gerade bei GKL weiß ich natürlich nicht, ob alle Sachen vorrätig sind. Und wie gesagt, die Sachen zeige ich euch auf jeden Fall angezogen. Natürlich nicht die Sachen von Janine. Die gehen mich nichts an. Die trage ich nicht. Die gebe ich ihr jetzt eins zu eins einfach rüber. Den Rest werde ich euch auf jeden Fall getragen zeigen. So, ich habe mich versucht, ein bisschen kürzer zu halten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi!